Hallo Luis, freut uns, dich wieder begrüßen zu dürfen. Ja, es freut mich auch, euch wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen weiter mit dem nächsten Teil von Race Driver Grid. Ich gehe wieder in die Grid-Welt. Und uns fehlt ja jetzt nur noch 5.625 Euro, damit wir unseren Wagen mal überholen können. Oder general überholen können. Damit er halt wieder rennfähig wird. Und da habe ich mir im letzten Part ja ausgesucht, dass wir hier dieses Event Team Orange machen. Mit dem Nissan Silvia S15. Da bekommen wir nämlich schon 6.000 Euro, wenn wir es einfach nur abschließen. Und es handelt sich dabei anscheinend um ein Drift-Event. Die Veranstaltung trägt den Namen Drift GP AWO Turbo World Drift GP. Und zwar ist das Ganze in Japan, Okutama, auf dem Drifterring. Ja, was hat der Wagen so für Stats? Hat gutes Grip. Gute Bremsen auch. Ja, alles klar. GP-Drift-Wettkämpfe werden in Form von K.O.-Turnieren ausgetragen. Alle Mitstreiter werden in Paare eingeteilt und müssen ihren jeweiligen Gegner punktemäßig in einem Rennen schlagen. Wer gewinnt, kommt in die nächste Turnierrunde. Die Punkte hängen von Winkel, Geschwindigkeit und Dauer der einzelnen Drifts ab. Große Winkel und hohe Geschwindigkeiten bringen auch mehr Punkte ein. Nach einem Drift steht dem Fahrer ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, das er nutzen kann, um einen weiteren Drift einzuleiten. Durch das Aneinanderreihen mehrerer Drifts steigt die Combo. Je näher du bei deinen Drifts an die roten Fahnen herankommst, umso mehr Bonuspunkte kannst du dir holen. Pass aber auf, dass du nicht von der Strecke abkommst oder eine Kollision verursachst, da dir in diesem Fall alle gesammelten Punkte wieder abgezogen werden. Viel Glück! Alles klar, danke. Ja, Drift kennen wir ja schon aus Grid 2 und Grid Autosport. Ja, die Frage ist jetzt, soll ich mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen? Ich würde sagen, da es jetzt Drift ist, also ein neues Event, lass ich es mal auf normal. Wenn es jetzt weiterhin so bleibt, dass es wirklich zu einfach ist für mich, dann können wir natürlich gerne mal was ändern, aber bis jetzt würde ich hier nichts machen, das lassen wir auch so, ne? Ja. Los geht's! Ja, und ich bin jetzt hier in der zweiten Aufnahmesession und ja, ich wollte mich mal entschuldigen dafür, dass ich mich in den ersten zwei Parts so ein bisschen... Ja, dass ich mir in den ersten beiden Parts so ein bisschen dumm angestellt habe teilweise. Ja, ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. So. Oh, da habe ich noch gerettet, den Wagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Combo, ja. Schön innen. Okay, es ist aber auch gar nicht so schwer, finde ich. Ach du, ach du. Oh Gott. Aber ich hab mich nicht gedreht. Ah, okay. Nee. Ja, der redet mir ganz schön laut hier, der Moderator. Auf Japanisch. Zack, 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 zack. Muss man gleich noch mal die Lautstärke für mich selber ein bisschen leiser machen. So, da habe ich jetzt also die Lautstärke ein bisschen leiser gemacht für mich. Oh Gott. Ja, das, gut, da kam ich jetzt nicht so gut wieder rein hier von der dem Pause-Menü. Wie viele Punkte müssen wir nochmal schlagen? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Steht das irgendwo? Ich kann mich auch jetzt nicht so auf das Menü hier konzentrieren. Ne, da steht nur, was für Punkte wir aktuell haben, ne? So. Oh, unglaublich. Ja, verrückter Drift. Geil. Okay, das war auch wirklich jetzt gut. Und Drifts aneinander rein ist auch eine gute Methode. Okay, okay, ja. Aber fürs Drehen gibt es, glaube ich, gar keinen Abzug dann, oder? Ich weiß es nicht, jetzt habe ich mich gedreht. Wir haben fast 100.000 Punkte. Eine Runde ist das Ganze. Oh, wir können ja auf der Geraden auch noch ein bisschen driften, ne? Warum nicht? 94.680 Punkte. Alles klar, wie sieht's aus? Der andere hat 42.167. Ja, sehr schön. Habe ich wohl gewonnen. Team Orange, Luis Letendo ist der Gewinner. Ja, kommt die Zwischensequenz, also die Wiederholung lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, wir hatten einen verrückten Drift. Drei herrliche Drifts. Fünf tolle Drifts und 13 andere Drifts. Okay, einige Statistiken sind hier noch zu sehen. Okay, schnellstes Drifttempo 150 km/h. Mittleres Drifttempo 87 km/h. Ja. Ich denke mal, das war ganz okay, wie ich das gemacht habe, ne?
Zumindest lässt das meinen Sieg vermuten. Halbfinale. Okay. Gegen Takahiro Ueno von Team T&E. Alles klar. Gute Arbeit. Wir sind im Halbfinale. Ja, das stimmt. War gar nicht mal so schwer. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich ja auch schon den Nachfolger dieses Spiels gespielt habe. Ja. Okay, wollen wir mal gucken. Ist das wieder die gleiche Strecke? Ja, ne? Ja, ja, das ist die gleiche Strecke. Dann können wir ja mal versuchen, vielleicht einen noch besseren Drift, also noch bessere Punktzahl jetzt mal zu erreichen. Oh, 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 oh. Okay. Oh Gott. Ja, sorry, wenn ich nicht so viel rede, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Oh Gott. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so toll von mir. Ja, 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 okay. Das war schon besser. Ja, der Combo ist jetzt verloren. Ach nee, der wurde jetzt... Ja, der ist doch verloren. Ja, wenn der eine Gerade kommt, dann kann ich ja schließlich nicht driften. Oder nicht wirklich zumindest. So, hier rum. Nächste Kurve noch mit reinnehmen. Ja, ja, ja. Toller, herrlicher Drift. Sehr schön. Und, ja, ja, ja. Aber die Kurve ist wirklich... Die ist schön zum Driften, die ich gerade da gefahren bin. Aber da ist gerade der Combo weggegangen. Was? Aber ich habe jetzt 162.000? Was? So viel mehr? Okay. Oh Gott. Ja, wir können auch auf der Gerade auch ein bisschen driften, ne? Warum nicht? Ach, gesamt. 364.000, ja? Okay, und der andere 58.312. Vielleicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen hochschrauben. Eventuell. Okay, wir können mal kurz hier reingucken, wie es so aussieht, wie ich los war. Es ist schon ganz nett anzusehen. Ich finde auch die Grafik wirklich ist nicht schlecht. Ich finde bei Grid 2 sieht es schon ein bisschen besser aus, auch wegen den Farben vor allem. Aber hier sieht alles so ein bisschen trist aus. Muss ich einfach mal so sagen, aber so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht. Ja. Ganz nett, wie ich da umherdrifte. Diesmal hatten wir keinen verrückten Drift. Naja. Muss ja auch nicht sein. Wir haben gewonnen, das zählt. Und jetzt kommen wir ins Finale gegen Jin Kudo vom Team Top Secret. Alles klar. Das ist das Finale. Nur du und er. Du kannst es schaffen. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, im nächsten Event machen wir dann den Schwierigkeitsgrad mal auf das nächst schwierigere. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches es ist. Entweder schwer oder erfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Spiel heißt. Aber erstmal versuche ich hier wirklich wieder... Boah, das war ein verrückter Drift. Verrückt. Okay. Combo, komm, weiter, 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 weiter. Ja, das... Okay. Schade. Schade, schade. Immerhin haben wir jetzt schon 50.000. So viel, wie der andere eben hatte. Netter. Ach komm, was ist denn jetzt los? Ach komm. So. Hier nochmal rum. Okay. Ja, 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 herrlich, unglaublich. Schön. Sehr schön. Ja, Combo. Och, schade, ist er gerade weggegangen. Verdammt. Und hier gleich mitnehmen und gleich den nächsten. Ja, okay, da bin ich ein bisschen zu früh eingelenkt. Habe ich ein bisschen zu früh eingelenkt. Schade. Wenn man das da gut funktioniert. Ah, jetzt wollte ich zu viel. Jetzt wollte ich zu viel. Oh Mann. Na komm. Werden wir es doch trotzdem hinkriegen hier oder nicht? Ach komm, jetzt verhaue ich alles, ey. Jetzt verhaue ich aber wirklich alles. Mann, das. Hallo? Okay, der Wagen hat sich gerade gar nicht mehr
abgekriegt. Oh Mann, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr klar. Vielleicht sind die Reifen jetzt irgendwie... Es liegt an den Reifen, Leute. Die sind jetzt warm geworden. Und die schmelzen gleich. Ey, es ist aber... Ich habe wirklich das Gefühl, dass es so ist. Weil wenn umso schlechter die... Sag mal, der Wagen driftet jetzt nur noch weg. Also... Ich wette, die Reifen sind schuld. 143.000. Noch was. Ja, komm, wenn ich auch trotzdem gewonnen habe, oder? Ja. Okay. Na gut. Ja. Hab gewonnen, sehr schön. Und... Ja. Das heißt, wir kriegen jetzt 6.000 Euro. Und haben wir das Zusatzziel eigentlich auch geschafft? Ja, haben wir geschafft. Natürlich haben wir es geschafft. Also 7.500 Euro insgesamt bekommen wir. Und das ist der Ruf, habe ich erfahren. Für den dritten Sponsor haben wir jetzt 345 Rufpunkte. Global schon 983. Tolle Arbeit. Jetzt sind wir im Geschäft. Als erstes musst du dir einen Namen für dein neues Team aussuchen, der uns zu internationalem Ansehen verhelfen soll. Er muss also wirklich gut klingen. Okay, einen Namen für mein Team, ja? Tja. Was wäre denn da ein guter Name? Wie wär's mit LED Team? LED Team. Komm, wir machen Team Letendo. Team Letendo. Würde ich einfach mal sagen, weil was Besseres fällt mir nicht ein. Klingt nicht schlecht. Wir haben das Geld, das du als freier Fahrer verdient hast, in die Reparatur des Mustangs und die Registrierung des Teams gesteckt und sind deshalb wieder ziemlich knapp bei Kasse. Natürlich. Unsere Mechaniker haben den Mustang wieder voll auf Vordermann gebracht. Er ist jetzt einsatzbereit. Wir brauchen jetzt nur noch unsere Teamfarben. Wähle die Farben und Muster für unser Teamlogo aus. Wir bringen das Logo dann ab jetzt auf jeden neuen Wagen auf, den wir erwerben. Wir wollen dich und deinen Wagen zu einem Markennamen machen, der fette Sponsoren und die besten Fahrer als Teammitglieder zu uns lockt. Dann liegen wir im Rennen ums große Geld ganz vorn. Oh ja, das große Geld. Das ist das große Ziel. Also, Team Branding. Ich kann die Kamera drehen. Der Mustang ist jetzt fertig. Wir sind jetzt wieder knapp bei Kasse, natürlich. Hey, wir haben ganz viel Geld. Oh, wir sind jetzt wieder knapp bei Kasse. Schade. Okay, freie Ansicht, was heißt denn das? Ach so. Okay, das heißt das. Verstehe. Also, hier kann ich erstmal ein Muster auswählen. Und da muss ich mir jetzt erstmal natürlich angucken, was es hier überhaupt gibt. Denn da kenne ich mich natürlich nicht aus. Ich glaube, es sind noch andere Muster als die, die es bei Grid 2 gab. Und abgesehen davon erinnere ich mich auch nicht mehr, welche es bei Grid 2 gab. Wie viele gibt es denn eigentlich? Wird nicht angezeigt, ne? Einige. So viel steht schon mal fest. Viele, viele. Ich hätte bei Grid 2 immer gern das mit den Würfeln genommen. Das so irgendwie das Glücksspiel symbolisieren soll. Würde ich mal vermuten. Vielleicht auch nicht. War nur eine Vermutung. Tja, welches wollen wir denn mal nehmen? Die Farben können wir ja auch noch aussuchen, ne? Natürlich können wir das. Oh, hier die Pfeile. Das gibt's auch, glaube ich, auch bei Grid 2 oder Grid Autosport. Naja, ich glaube, bei Grid Autosport gibt's das, genau. Da habe ich das sogar auch im Let's Play gezeigt. Ich glaube, das nehmen wir. Man könnte auch ein zufälliges auswählen, wenn man wollte. So, Basisfarbe. Das ist die Karosserie. Man kann die Pfeile aber nicht eine einzelne Farbe machen. Das ist ja schade. Aber gibt's eigentlich... Es gibt auch nur so... Ah doch. Man kann auch... Okay. Ich dachte, es gibt jetzt nur so bestimmte Farben. Ich würde gerne so ein dunkelgrün eigentlich nehmen. Weil es meine Lieblingsfarbe ist. Hier, das hatte ich, glaube ich, bei Grid 2 gern genommen. So in der Art zumindest. Was gibt's hier noch? Ne, das ist so türkis.
Ja, doch, dann würde ich sagen, ja, das ist so ein bisschen hell noch. Das finde ich eigentlich, das ist eigentlich gut, oder? Das ist... Das dunklere oder das hellere? Das dunklere, oder? Ja, warum nicht? Das dunklere nehmen wir als Basisfarbe. Erste Farbe. Ah, die Umrandungen der Pfeile. Wie wäre es, wenn wir die... Oder wollen wir den Hintergrund... Na, nee. Das ist eine gute Frage. Wie wir das denn mal machen möchten. Ich finde es auch schön, dass wie sich wirklich die Welt in den Farben spiegelt, die ich auswählen kann. Das haben auch nicht viele Spiele, ne? Würde ich mal vermuten. Diese Funktion. Tja, da bin ich jetzt nicht so sicher, welche Farbe wir für die Pfeile nehmen wollen. Mir käme jetzt so die Idee, einen anderen Grünton. So einen helleren. Also vielleicht... Ja, guck mal, hier den, oder? Das, eigentlich finde ich das... Weil wenn man die Farbe nimmt, dann sind die Pfeile einfach nicht mehr da. Könnte man natürlich auch machen, aber... Ist ja irgendwie nicht so cool. Also dieses oder dieses? Ich würde sagen, das dunklere hier nehmen wir. Zweite Farbe, was heißt das? Das sind... Upsala. Die... Okay, ja. Also diese anderen Streifen da. Können wir vielleicht noch ein Grün nehmen? Anderes Grün? Oder? Oder eine ganz andere Farbe? Blau. Gibt's Blau eigentlich? Ja, hier gibt's Blau, ne? Ja, nee, das passt ja gar nicht. Finde ich. Was gibt's denn für Farben eigentlich noch? Okay, diese da. Moment, wir gehen nochmal zum Grün. Oder wollen wir das noch hellere Grün nehmen? Doch, nehmen wir. Komm. So viel Zeit will ich ja jetzt hier auch nicht verschwenden. Zahl. Zahl. Muss man eine Zahl machen? Also nehmen. 00. Wir nehmen die 00. Also von 1 bis 99 kann man nehmen, ja? Ich überlege, was wäre eine gute Zahl? Muss man wirklich eine Zahl nehmen? Zufällige Zahl. Nein, jetzt habe ich alles... Verdammt. Ich habe alles weggemacht. Okay, Leute, ich mache es nochmal kurz wieder hin. So, als zufällige Zahl wurde einfach mal die 22 ausgewählt, deswegen nehmen wir die jetzt. Und ja, dann werden wir fertig mit dem Wagen. Es speichert. Und oben sehen wir die jeweiligen Sponsoren und die Punkte. Das ist cool. So, jetzt sind wir auch hier im Grid-Welt-Menü zum ersten Mal. Okay, Wettkämpfe, Fahrerangebote, mein Team, Fahrzeuge anzeigen. Diese Option haben wir zur Auswahl und ich würde sagen, wir... Was sind Wettkämpfe? Auf der Plattform ist die ganze Welt des professionellen Rennsports vertreten. Sie ist in drei Regionen unterteilt. Die Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Wenn du einzelne Wettkämpfe bestehst, steigt dein Ansehen in der jeweiligen Region. Außerdem erhältst du neue Lizenzen. Je mehr du davon hast, umso mehr Wettkämpfe kannst du bestreiten und umso mehr Geld kannst du gewinnen. Okay, da ist sogar jemand gewesen. Ich finde, das sieht schon echt edel aus, vor allem wie alles so spiegelt. Und die Sachen schweben in der Luft. Okay, hier kann ich mir also Wettkämpfe... Was kann man denn hier auswählen? Ab 88.500 Euro. Das hier könnte ich machen. Classic Muscle Lucas Oil Bay Bridge Trophy. Okay. Aha. Ab
19.500 Euro. Aha, Hall of Fame, Verlauf. Okay, hier gibt es viel zum Anschauen, auf jeden Fall. Ja gut, was können wir bei meinem Team machen? Willkommen auf dem Teamverwaltungsbildschirm. Hier kannst du Teammitglieder einstellen, Sponsoren auswählen sowie dein Rennlogo einschließlich der Farben ändern. Aber ich wundere mich gerade, wir haben da noch gar kein Teamlogo eingestellt. Teamlogo? Name ändern, Branding. Ach, es geht darum, einfach nur um die, um das Auto, ja? Okay, das stellt das Teamlogo anscheinend da. Teambestenliste. In der Teambestenliste sind sämtliche Teams der Welt nach ihren Saisoneinnahmen aufgelistet. Je mehr man also eingenommen hat, umso weiter oben steht man. Zu den Saisoneinnahmen gehören Preisgelder, Zuwendungen durch Sponsoren und sämtliche Gewinne, die durch Teamkollegen eingefahren wurden. Okay, 0 Euro. Da hat aber noch niemand was, ne? Good, boah, es gibt echt viele, ne? Goodyear Race Engineering, meine ich natürlich. Finde mein Team. Team Nintendo. Ganz unten. Da hat jemand sich auch so Team Auto Grand. Oder wie man es ausspricht. Also ähnlich genannt wie mich. Erst mit Team und dann der Name. Okay, Fahrertabelle. Der Rang in der Fahrerbestenliste hängt vom weltweiten Ansehen ab. Die Liste enthält sämtliche Fahrer der Welt. Wer an die Spitze gelangen will, muss sich in den verschiedenen Regionen einen Namen machen, indem er Wettkämpfe besteht. Wir sind auf Platz 463 und aktuell aufsteigend anscheinend. Mit 983 Ansehen. Okay. Ja, ist doch ganz cool. Karl-Heinz Abendorf. Team Hayes. Aha. Okay. Name ändern könnten wir ja auch, aber das wollen wir natürlich nicht tun. Fahrzeuganzeigen. Wow. Oh, hier sehen wir schon kleine Previews auf die Fahrzeuge, die wir vielleicht noch haben werden. Da sehe ich hier rechts schon direkt den Caterham SP300R, müsste das sein, ne? Also rechts von unserem Wagen. USA, Europa 16, Japan 11, okay. Coole Sache. Und, achso, Gridwelt. Ja, dann war's das, ne? Fahrerangebote sind wir jetzt wieder hier. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir im nächsten Part mit was an? Ich würde sagen mit dem Apexy Race System. Also, ja. Obwohl. Da fahren wir ja für andere, ne? Das bringt ja gar nicht so viel. Aber wir müssen Geld sammeln, damit wir diese anderen Wettkämpfe machen müssen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja gut, dann machen wir vielleicht doch im nächsten Part erstmal so einen Wettkampf. Und da haben wir ja zwei zur Auswahl. Ne, drei. Und hier oben haben wir noch gar nichts. Das ist die Euro-A-Lizenz. Die ARL National das ARL National Abzeichen J-Speed Super One. Ach, da sehen wir auch, wie viel Ruf erforderlich ist. 249.793. Das ist aber eine sehr genaue Angabe. ARL Anfängerabzeichen, Euro-Lizenz, J-Speed-Anfänger. Ach so, da steht auch, wie die heißen. Okay. Euro-R. Okay, ja. Womit wollen wir anfangen? Classic Muscle, Lucas Oil Baybridge Trophy. Classic Muscle, Bilstein, Festival Milano. Wollen wir gleich mal in Europa loslegen? Profi Touche. Oh, Meister Touche. Oder wie man es ausspricht. Könnt ihr mir auch gerne sagen, wenn ihr es besser wisst. Dann fangen wir hier an, würde ich sagen. Classic Muscle, Bilstein, Festival Milano. Gut, dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Also dann bis zur nächsten Folge von Race Driver Grid. Bis dahin und tschüss.